So, wir waren dabei, die Karma-Punkte zu verteilen. Ja, Torso wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so unwichtig. Also, ich das hier sehe mit der Verteilung, glaube ich, dass wir noch längst nicht am Ende der Spiels angelangt sind. Ich glaube, ich nehme Willenskraft. Dann haben wir noch 3 Karma-Punkte in Reserve. Okay, verlasse den Friedhof. Da kommen wir nicht raus. Wir müssen, glaube ich, in der Tat da oben lang. Aber wir wollen mal kurz eben Jake noch mal kurz sprechen. Die Bruderschaft hat wahrscheinlich Söldner wie dich. Nee, Quatsch. Die Bruderschaft hat wahrscheinlich Söldner wie die, die uns eben angegriffen haben. Du brauchst ein komplettes Team, wenn du zum riesigen Ortsverband willst. Ich könnte dafür sorgen, dass sich ein paar von Delilahs Runnern dort mit dir treffen, wenn du jetzt los willst. Heißt das, der Jake spendiert uns die Runner? Sehe ich das richtig? Ich glaube eher, wir haben ein bisschen Geld, aber ich denke, die sollten wir nicht in der Union ausgeben, sondern sollten uns davon wirklich mal richtig gute Runner engagieren. Das heißt, wir gehen direkt zur universellen Bruderschaft. Würde ich mal sagen. Ich gehe zur universellen Bruderschaft. Ruf die Runner. So, wir haben 4700 Nuyen. Sie ist automatisch dabei. Wir haben noch 2 Slots. Wir brauchen auf jeden Fall noch magische Unterstützung. Techno-Schamane. Das heißt, das kann der auch. Okay, der hat ein Cyberdeck, da hat er aber keine Fernkampfwaffe. Luftbarriere. Eile. Stille. Zwei Slots haben wir noch. Wir könnten uns hier für 2000. Eine Kampfmagierin. Ah, der war eigentlich recht cool mit der Shotgun und der AK. Eile 2 erhöht die AP-Verbündete auf 3 Runden. Langsamung, Blitzbarriere. Nebel. Die
Der scheint ganz cool zu sein. Alter. Mossberg. Oh Mann, ey, Qual der Wahl. Ich weiß nicht, ob wir wirklich einen Decker brauchen. Ich glaube, wir brauchen einfach ein brutales Angriffsteam. Flexbooster. Ah, 2,5. Das heißt, wir hätten nur noch 2000 zur Verfügung. Ich glaube, der ist cool. Am besten noch einen Schamanen oder einen. Kann aber nicht heilen. Ich hätte gerne noch einen Supporter, wenn ich ehrlich bin. Nebelblitzbarriere. Und er hat auch noch Elementarfetische. Boah, schwer. Schwer, sich hier zu entscheiden. Ein Rohling. Ah, die ist schon krass, aber die... Da lag, glaube ich, ein Vernichtungszauber. Ich glaube, ich nehme den hier. Machen wir jetzt einfach. So. Passt kostentechnisch. Wir werden sehen, ob es klappt. Elementarfetisch. Das ist doch was für den Magier. Ne, wobei... Können das nur Schamanen? Ja, okay, das geht nicht. Das ist ein Hermetiker und das ist
Ja, der schamanistische Weg, Herbeirufen von Geistern. Ja, gut, okay. Ihmchen hat gar keine Medikits am Start. Sie dafür zwei. Ich hole mir zumindest mal ein kleines Päckchen. Ach, was hätte ich? Knarre zugelegt? Wieso hat die keine Rüstung? Wir probieren's. Auf zur Bruderschaft. Es dauert beinahe eine Stunde, bis das Taxi es aus dem Elend der Redmond Barrens über die Brücke zum Hafengebiet und zur universellen Bruderschaft geschafft hat. Bruderschaft befindet sich in einem Ziegelsteingebäude aus der Zeit vor dem Crash, das mit einer neuen Fassade mit Neonbeleuchtung und einer enorm gläsernen Tür ausgestattet wurde. Die großen Fenster bieten einen Einblick ins Innere. Lächelnde, fröhliche Anhänger wandern in beigen Schlafanzügen und Pantoffeln umher. Eine Empfangsperson steht vor der Tür und bemüht sich mit sanfter Überzeugungsarbeit, die Unglücklichen und Neugierigen dazu zu bewegen, durch die Glastüren der Bruderschaft zu treten. Pike Place Market ist um diese Zeit für gewöhnlich verlassen, doch als du aus dem Taxi steigst, schlägt dir der Lärm einer aufgeregten Menge entgegen. Denn ja, wir können es nicht, wir haben niemanden, der das benutzen kann. Okay, Drohnen, ja. Fan von Mariah Mercurial. Das ist die Band. Okay, wir checken das erstmal ab. Ah, okay. Live-Auftritt. Dealer. Legte Ordnungswache. Ist das die Lynn? Ne, ich glaube, die war blondhaarig. Lynn der Telestrian. Dieser Fan ist offensichtlich begeistert davon, in derselben Stadt wie der Rockstar zu sein. Hey, wie läuft's? Bist du wegen des Mariah Mercurial-Konzerts hier? Ich bin auf dem Weg zur universellen Bruderschaft. Cool. Einer meiner Mitbewohnerinnen ist eine Schwester. Scheint glücklich zu sein. Sie hofft, dass sie bald in den inneren Kreis aufsteigt. Der innere Kreis? Ja. Ich habe keinen Plan, was das sein soll, aber sie ist sehr aufgeregt. Ich glaube, es gibt da irgendeine Zeremonie. Ich gehe mal und versuche mir einen besseren Platz zu sichern. Okay. Das ist die Leadsängerin, oder? Vermutlich. Da geht's auch irgendwo hin. Okay. Was sagt der Dealer? Ohne einen Drogendealer wäre es kein echtes Rockkonzert. Obwohl von der Polizei weit und breit nichts zu sehen ist, hält er an seiner Rolle fest, als wäre sie ein Teil der Show. Psst. Hey du. Stehst du auf Nerbs? Wie wär's mit was Härterem? Wann beginnt die Show? Es wird noch Stunden dauern. Sie haben gerade erst mit dem Aufbau angefangen und schon wimmelt es hier von Leuten. Nicht sehr überraschend, wenn man bedenkt, dass sie von hier stammt. Zeig mir, was du hast. Kampfstimulanz. 5 Runden, Schnelligkeit um 2 und Aktionspunkt um 1 erhöht. Wäre, glaube ich, was für die Coyote.
Wieso? So, ich glaube, die darf sich mal das Pflaster aufkleben, wenn es soweit ist. Legte Ordnungswache. Hey, kann ich irgendwie helfen? Weißt du irgendwas über die universelle Bruderschaft? Nur das, was ich im Chat gesehen habe. Arbeitest du für den Rockstar? Ja, Sir. Ich arbeite für Mariah Mercurial. Wie kann ich behilflich sein? Nein, ich bin bloß neugierig. Es freut mich, dass ich helfen konnte. Könnte ich irgendwie in das Konzert gelangen? Da kann ich nicht helfen. Das Konzert wurde erst vor einer Stunde bekannt gegeben. Aber die Karten sind bereits ausverkauft. Tut mir leid, aber das da ist nichts zu machen. Ich werde mich mal umsehen. Wie du willst, Chama. Okay, faktisch müssen wir hier rüber. Das ist die Bruderschaft. Ich frage mich gerade, ob wir irgendwie über das Konzert in das Gebäude sneaken können. Patrick. Willkommen, Brother. Bist du bereit, ein besseres Morgen zu errichten? Ich denke darüber nach. Das verstehen wir vollkommen. Aber wir sind sicher, dass du verstehen wirst, dass es einen besseren Weg gibt, sobald du unsere Botschaft hörst. Tritt ein und entdecke die Macht der Zugehörigkeit. Zuerst habe ich ein paar Fragen. Selbstverständlich, Brother. Tritt ein und frag nach. Was kannst du mir über Lynn Telestial sagen? Aber gerne. Mutter Lynn ist eine der wichtigsten Sprecherinnen unserer Gemeinde. Sie ist wahrlich eine Inspiration für uns alle. Kennst du Jessica Watts? Aber natürlich. Großmutter Jessica ist die Leiterin dieser Ortsgruppe der universellen Bruderschaft. Wer kann beitreten? Na, jeder natürlich. Sie wäre ja nicht sehr universell, wenn wir irgendjemanden ausschließen würden, nicht wahr, Brother? Das wär's erstmal. Großartig, ich komme herein und entdecke die Macht der Zugehörigkeit. Okay, Jessica ist eine ganz große Nummer hier. Und Lynn. Celestial ist wohl die Gönnerin. Du hörst die sanften Klänge von Musik aus dem Inneren hervorschallen und das Geräusch vieler weicher Pantoffel, die über glatten Boden schlurfen. Ich frage mich, ob das Konzert, ob wir da irgendwie einen Vorteil durch erlangen. Ja, wir gehen erstmal rein. Oh, Brother, ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass jeder die Bruderschaft allein betreten muss. Ja. Ich brauche aber moralische Unterstützung. Um Teil einer größeren Familie zu werden, müssen wir zuerst uns selbst kennenlernen. Du musst unserer Nachricht alleine lauschen, damit dein Geist frei sein kann von Ablenkung und den Fesseln dieser herzzerreißenden, bedrückenden Welt. Ja, okay, wir gucken mal. Verstehe. Coyote flüstert in dein Ohr. Wir warten draußen auf dich, Ghostmaker. Ich gehe mit den anderen ums Gebäude rum und suche nach einem anderen Eingang. Ich melde mich auf deinem Comlink, wenn ich einen finde.
universelle Bruderschaft. Im Vergleich zu dem Lärm und der Energie der Menge auf der Straße scheint das Foyer der universellen Bruderschaft ein Hort der Ruhe zu sein. Die sanfte Musik, die durch den Saal hallt, wirkt wie eine Mischung aus der Beschallung eines Wellness-Hotels und eines Planetariums. So können die Hörer bei maximaler Entspannung nach den Sternen greifen. Brüder und Schwestern von jeder Rasse und jedem Zweig der Metamenschheit laufen mit einem glückseligen Lächeln und leuchtenden Augen umher und grüßen einander mit einem Nicken, einer Berührung der Hände und gemurmelten Segenssprüchen. Die Frau an der Rezeption schenkt dir ein warmes Lächeln, als du das Foyer betrittst, und ihre Hand fährt wie selbstverständlich zu einem Stapel religiöser Literatur. Alte offene Halle, die blassen Farben und die sanfte Musik des Foyers der universellen Bruderschaft sind alle wie geschaffen, um dich zu entspannen. Bruder Mike, Schwester Sally. Wir sehen ja auch wirklich wie jemand aus, der der Bruderschaft angehören möchte. Hi! Willkommen bei der universellen Bruderschaft. Ich werde gleich für dich da sein. Dreht sich zu einer anderen Frau am Schreibtisch um. Schwester Monika, du musst vorsichtiger mit deiner ID sein. Sie greift in eine Kiste auf dem Boden. Hier ist eine leere Schlüsselkarte. Bring sie zusammen mit deiner ruinierten Karte zu Bruder Christopher. Er wird dich ins Büro lassen, damit du dir eine neue programmieren kannst. Danke, Schwester Sally. Schwester Sally lächelt. Natürlich, die Wahrheit vereinigt uns. So, gucken, wo die hingeht. Hier da hinten rüber. Die junge Frau dreht sich zu dir um und lächelt. Entschuldige bitte, wie kann ich dir heute helfen? Ist Lynn Telestial hier? Ich glaube schon. Ich glaube, sie ist am Ende von Vater Willys Rede eingetroffen. Also findest du sie vielleicht noch im Auditorium. Ist Jessica Watts hier? Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ich sehe Großmutter Jessica nur bei besonderen Zeremonien und selbst dann nur aus der Entfernung. Du könntest vielleicht Mutter Lynn fragen, Lynn Telestrian, wenn du sie im Auditorium finden kannst. Warum wird Jessica Watts Großmutter Jessica genannt? In der universellen Bruderschaft lernen wir, dass die Weltbevölkerung eine einzig große Familie ist. Wenn du den Pfad zur Zugehörigkeit erwählst, wirst du ein Bruder oder eine Schwester. Wir werden von unseren Müttern und Vätern geführt, die wiederum von unserer Großmutter Jessica, der Matriarchin der Familie in Seattle, geführt werden. Kann ich eine leere Schlüsselkarte haben? Sie schaut dich verwirrt an. Ich wüsste nicht, wozu du sie brauchen würdest. Sie werden nur benutzt, um die Karten der Schwestern und Brüder zu ersetzen, die ihre eigenen Karten beschädigt haben. Wusstest du, dass direkt vor der Tür ein Konzert von Maria McCulloch stattfindet? Ihre Augen leuchten auf. Ich weiß, es ist so aufregend. Ich bin ein Riesenfan. Als ich Who Weeps for the Children zum ersten Mal gehört habe, bin ich geradezu dahingeschmolzen. Sag's nicht weiter, aber sie gibt gerade eine kleine Autogrammstunde vor der Tür. Sie kaut auf ihre Unterlippe, merklich zwiegespalten und tritt dann eine Entscheidung. Ich weiß ja, den Älteren wird das nicht gefallen, aber ich muss einfach ein Autogramm haben. Ich meine, es ist Mariah Mercurial. Und tschüss. Neben dem Schreibtisch steht ein Pappkarton voller leerer Mitgliedskarten der universellen Bruderschaft. Wenn du dir eine davon schnappst und sie beschädigst, könntest du damit in die Verwaltung gelangen und dir eine neue Karte programmieren. Ja, dann nehmen wir uns eine leere Schlüsselkarte. Lässt eine leere Schlüsselkarte in deine Tasche gleiten. Ist sie denn jetzt schon zerstört? Eine Mitgliedskarte mit dem Logo und
Code der universellen Bruderschaft. Die Karte muss an einem UB-Computer programmiert werden, um funktionsfähig zu sein. So, würde ich mal sagen, dann gehen wir einfach mal in die Richtung Schwester Nancy. Das ist, glaube ich, die ihre Karte kaputt hatte. Oh. Da ist Bruder Christopher, ja. Der Kartenprogrammierer. Willkommen im Beratungscenter der Universellen Bruderschaft. Wie ist dein Name? Ich heiße Ghostmaker und du? Ich bin Schwester Nancy. Erzähl mir etwas über dich, dann kann ich den passenden Berater für dich finden. Ich würde wirklich gerne mit Jessica Watt sprechen. Wäre das möglich? Es tut mir leid, aber Großmutter Jessica befindet sich im inneren Heiligtum und kann zurzeit nicht gestört werden. Inneres Heiligtum? Kannst du mir erklären, was die verschiedenen Bereiche in der Bruderschaft sind? Natürlich. Du befindest dich zurzeit im öffentlichen Bereich. Dahinter befindet sich der sogenannte Aufenthaltsbereich, in dem die Brüder und Schwestern leben. Eine Ebene weiter ist das innere Heiligtum, zu dem nur Mütter und Väter Zutritt haben. Und natürlich Großmutter Jessica. Ist Lynn Telestrial da? Mutter Lynn ist vor etwa 15 Minuten gegangen. Danke, das war auch schon alles. Okay. Mütter und Väter. Zugang. Ich freue mich. Ich freue mich, dich zu sehen. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe eine leere Schlüsselkarte. Bruder Christopher nimmt dir die leere Karte ab. Oh nein. Du solltest keine leere Karte haben. Das war natürlich jetzt doof. Ist das die Bürotür? Ja, aber es ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Danke, ich schaue mich weiter um. Ah, das war jetzt blöd von mir. Ist jetzt die Troller, ist sie? Okay, wir können uns eine weitere nehmen, augenscheinlich. Ich dachte, der programmiert uns die. Verdammt. Das hilft uns nichts. Bruder Mike. Es tut mir sehr leid, aber das heutige Seminar ist bereits vorbei. Vater Willy beantwortet nur noch ein paar Fragen, bevor er geht. Wo ist Großmutter Jessica? Ich habe nicht das Privileg zu wissen, wo sich Großmutter Jessica aufhält, doch Vater Willy könnte das wissen. Das war's, was ich wissen wollte. Alles hier weiterhilft, ich bin mir da nicht ganz sicher. Wow, okay. Vater Willys fettige, schwarze Haare und seine verstörenden Tattoos bilden einen perfekten Gegensatz zu der makellosen Erscheinung und der eleganten Kleidung Lynn Telestrians. Er passt nicht wirklich zu der Rolle eines offiziellen Sprechers. Du siehst pure Bewunderung in den Augen derjenigen, die sich in seine Nähe drängen. Er muss wohl charismatischer sein, als er aussieht.
Willkommen, mein Freund aus den Schatten. Ich bin erfreut, dich zu sehen. Wir sind keine Freunde. Hier, in der universellen Bruderschaft, sind wir mehr als nur Freunde. Wir sind eine Familie. Es ist eine unzerstörbare Bindung. Tritt uns bei und erlebe die Macht der Zugehörigkeit. Vielleicht sollten wir doch mal die Rolle spielen. Ich hatte nie eine Familie. Ob ich hier eine finden könnte? Genau das ist der Kern dessen, was wir tun. Ich bin aus den Schatten getreten und habe hier eine Familie gefunden. Jetzt gehöre ich zu etwas Wichtigem. Etwas, das die Welt verändern wird. Unsere Berater auf der anderen Seite des öffentlichen Bereichs werden dir helfen und sich all deiner Probleme annehmen. Kann ich dir auf sonst eine Weise mit meinem Wissen dienen? Ich suche nach Jessica Watts. Dürfte ich fragen, was du von Großmutter Jessica benötigst? Sie ist sehr beschäftigt. Ich versuche, den Mord an ihrem Bruder zu lösen. Großmutter Jessica hat... Übersetzungsfehler. Großmutter Jessica befindet sich im inneren Heiligtum und möchte nicht gestört werden. Ich muss dir sagen, dass Neuigkeiten über den Mord ihres Bruders nichts für sie bewirken werden. Wenn wir der universellen Bruderschaft beitreten, lassen wir unsere biologischen Familie hinter uns und widmen uns der Zugehörigkeit zu etwas Größerem. Ich weiß, dass dies herzlos scheinen und schwer zu verstehen sein mag, doch wenn du mit einem unserer Berater darüber sprechen möchtest, wird bald alles einen Sinn ergeben. Ist das alles? Ich würde gern Lynn Telestrial sprechen. Viele fühlen sich von dem Licht Lynn Telestrials angezogen, doch sie kann nicht mit jedem sprechen. Was möchtest du von ihr? Ich suche den Emerald City Ripper und sie besitzt wertvolle Informationen. Mutter Lynn hat das Gebäude vor etwa 15 Minuten verlassen. So oder so bezweifle ich, dass eine Telestrian etwas über einen Serienmörder wissen würde. Du weißt überhaupt nichts über mich. Ich weiß genug. Ich weiß, dass du leidest und dass du die universelle Bruderschaft dir helfen kann. Zugehörigkeit ist Heilung. Ich bitte dich, sprich mit einem unserer Berater. Erfahre die Wahrheit. Danke für das Gespräch, Vater. Okay, also wir werden quasi in die Richtung hingedrängt. Aber bevor ich das mache, gucke ich nochmal eben, hier unten konnte man eine weitere Tür gehen. Sekretine. Hausmeister. Können wir uns Essen ansehen? Der Tisch ist mit Häppchen bedeckt. Okay. Der Herd könnte dazu verwendet werden, Essen aufzuwärmen, etwas zu schmelzen oder sogar um ein Feuer zu legen. Okay, ja. Macht Sinn. Wir schmelzen die Mitgliedskarte. Du schmilzt die Karte an, um über die fehlenden Informationen hinwegzutäuschen. Sie ist jedoch immer noch als Schlüsselkarte der universellen Bruderschaft erkennbar. Jetzt können wir also tun, als wenn wir unsere Karte beschädigt hätten. Als du auf den Hausmeister zugehst, blickt dieser auf, überrascht, dass ihn jemand bemerkt hat. Was willst du? Hey, hast du Interesse an etwas leicht verdientem Geld? Woran dachtest du denn? Denn du bist leider nicht mein Typ. Ich wette, dass du siehst hier alles Mögliche und ich möchte, dass du mir etwas darüber erzählst. Es war von Geld die Rede? Wie wär's mit 50 Nuyen? Ha! Geh lieber wieder an die Arbeit, verdiene mir ein richtiges Gehalt. Arschloch.
Lass uns noch einmal von vorne beginnen. Können wir uns vielleicht einigen? Okay, das scheint irgendwie keine... Hey, wie wär's mit 50 jetzt und nochmal 100, wenn ich dir gebe, wonach du suchst? Haben wir so viel Geld noch? Das ist zu viel. Wie wär's mit 50 jetzt und nochmal 50, wenn ich deine Informationen gebrauchen kann? Verdammt! Naja, okay. Okay, was willst du wissen? Einfach mal oben nach unten die Reihe durch. Hast du Jessica Watts heute schon gesehen? Nö, aber das muss nicht viel heißen. Den größten Teil dieser Einrichtung bekomme ich nie zu sehen. Brauche Zugriff auf einen Computer. Weißt du, wo ich einen finden kann? Einzigen Computer, die ich gesehen habe, befinden sich in der Verwaltung im Aufenthaltsbereich. Zutritt nur für Mitglieder. Zu welchen Bereichen dieser Anlage hast du Zutritt? Ich habe nur Zutritt zum öffentlichen Bereich, in dem wir uns jetzt befinden, dem Lagerraum, der Umkleide und der Verwaltung. Was kannst du mir zu den Bereichen sagen, zu denen du keinen Zutritt hast? Die Brüder und Schwestern leben im sogenannten Aufenthaltsbereich. Der soll wohl eine Küche und mehrere Schlafsäle haben. Dahinter befindet sich, geschützt von einer Unmenge an Sicherheitsvorkehrungen, das, was die Freaks ihr inneres Heiligtum nennen. Aber das habe ich nie zu Gesicht bekommen. Ich muss in den Verwaltungsbereich. Wie viel würde mich deine Schlüsselkarte kosten? Kein Geld der Welt würde mich veranlassen, dir meine Karte zu geben, nur damit du damit wer weiß was anstellst. Es fällt alles nur wieder auf mich zurück. Wo könnte ich eine andere Schlüsselkarte finden? Manchmal lässt jemand Schlüsselkartenuniformen in der Umkleide liegen. Für 300 Nuyen könnte ich dich in den Lagerraum lassen, der zur Umkleide führt. Und dann könntest du dich ein wenig umsehen. Das Geld wir noch haben. Zum Umsehen ist mir das zu teuer. Wie wär's mit 150? Na gut, aber mach schnell, bevor dich jemand sieht. Indem du die 150 Nuyen auf seinen Credstick geladen hast, öffnet er dir die Tür zum Lagerraum. Ich habe alles gesagt, alles gefragt, was ich wissen wollte. Flüssigzucker, bla bla bla. Okay, Lebensmittel. Hä? Hier war doch gerade noch. Okay, hier. Industrielle Toilettenreiniger. Der große Eimer ist mit dem Wort Siedefett beschriftet. Der Deckel ist extrem schmierig. Da könnte man Feuer mitlegen, ne? Eimer passt sich in deine Tasche, also wirst du ihn mit dir herumtragen müssen. Auf der Transportpalette befinden sich 6 Kisten mit Chloroformflaschen. Chloroform kann eingesetzt werden, um jemanden auszuschalten, wenn man ihn oder sie alleine erwischt. Nimm eine Flasche Chloroform. Die Flasche landet unbemerkt in deiner Tasche. Zur Hölle. Die Spinntür steht offen. Im Schrank befindet sich eine abgetragene Uniform, die wohl einem Zwerg passen würde. In der Tasche der Uniform ist eine Schlüsselkarte. Nehmen wir mal die Schlüsselkarte. Auf der Schlüsselkarte ist ein großes Logo der universellen Bruderschaft und der Name Edward Sharpel. Hausmeister zu sehen. Das wird uns nichts bringen. Weil wir die Uniform brauchen und die passt uns natürlich nicht. Ist es hier noch so? Die Spindtür wurde abgerissen. Im Spind befinden sich 2 Uniformen. Trollmaßen. Ist auch nichts.
Die Spinntür ist mit einem Streifen Klebeband versehen, damit sie nicht wieder versehentlich zufallen kann. Der Spind enthält sorgsam ausgeschnittene Zeitungsartikel in einer Uniform, die einem Menschen oder Elfen passen könnte. Okay. Nächsten Artikel. Die Artikel behandeln eine Reihe an Fällen über vermisste Personen, in denen durch die betroffene Person ein Mitglied der universellen Bruderschaft geworden. Was? In denen die betroffene Person ein Mitglied der universellen Bruderschaft geworden war. Ein Sprecher der Bruderschaft wird in den Artikeln mit den Worten zitiert, dass die Personen nicht vermisst werden, sondern nur den Kontakt zu den Familien, in denen sie als Kinder misshandelt wurden, abgebrochen haben. So, die Uniform nehmen wir. Streifen die uns über. Okay, hiermit sind wir also Hausmeister. Anscheinend hat das Wartungspersonal seine Ausrüstung hier stehen lassen. Wir sehen uns die Reinigungsmittel an. Du siehst einen Kanister mit der Aufschrift Kerosin und einen mit der Aufschrift Farblösungsmittel. Du nimmst den Kerosinkanister auf. Werkzeuge. Du siehst einen Hammer, ein paar Schraubenzieher und eine unübersichtliche Sammlung an Schraubenbolzen und Muttern. Können wir hier vielleicht für Unruhe sorgen? Der Herd könnte dazu verwendet werden, Essen aufzuwärmen, etwas zu schmelzen. Ja, stell den Petroleumkanister auf den Herd. Stellst den Petroleum auf den Herd und machst diesen an. Mit einem Piepsen erscheint Coyotes Gesicht auf dem Bildschirm deines Comlinks. Wie läuft's? Gut, ich habe einen Weg in den zutrittsbeschränkten Bereich der Bruderschaft gefunden. Jessica muss irgendwo hier sein. Hast du einen anderen Eingang gefunden? Ja, ich bin in eine Gasse eingebogen und habe eine Hintertür gefunden. Ich schick dir die Koordinaten. Okay, wenn ich sie finde, lasse ich euch rein. Lass dir ruhig Zeit, dich umzusehen und lass uns rein, sobald du bereit bist. Uns geht's gut hier draußen. Ist ja schön für euch. Komm, beweg. Was ist das hier? Küchenmaschine. Kühlschrank. Kühltruhe ist beschrieben in den Worten Lebensexemplar, gekühlt lagern. Oh, ich glaube, hier kommen wir nicht rein, oder? Der kaputte Automat sieht aus, als könne er verschoben werden. Ah. Verteilen das Fett auf dem Boden. Mit einem leichten Knarzen rutscht der Warenautomat aus dem Weg und gibt den Blick auf eine geheime Tür frei. Nice. Du musst dein Team aus der Gasse hereinlassen, bevor du versuchen kannst, die Geheimtür zu öffnen. Auf der Konsole steht die folgende Nachricht. Die äußere Tür ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Mutter oder eines Vaters der Bruderschaft nicht öffnen. Die Frage ist, ob jetzt Alarm ertönt. Ich bin mir nicht sicher. Gut, wir haben unser Team reingelassen. Jetzt, wo wir keinen Decker dabei haben, klar. Klar. Ach, wie gut einfach. Ja, Tür links liegen lassen. Ich speichere mal eben kurz.
Ich glaube, die Verkleidung, das bringt doch eh nichts mehr, oder? Okay, das Outfit scheinbar aber trotzdem anzuhaben. Wenn man die Hausmeisterkluft drüber. Wir sind jetzt im Aufenthaltsbereich der Bruderschaft, augenscheinlich. Scan-Vorgang wird durchgeführt. Bitte warten. Abriegelung aktiviert. Keine Sicherheitskarte für das innere Heiligtum erkannt. Eindringlingsalarm. Ach du Scheiße. Yo! Okay, wir haben keine Granate dabei. Gibt's auch überhaupt null Deckung? Taste. Ich will die mal versuchen wegzulocken. Zumindest aus dem Schussbereich der Geschütztürme weg sind. Die dürfte. Dürfte es doch nicht zu treffen sein. Ne? Also ich bin blockiert, okay. Zielen. Schild bis 1. Scheiße. Frage ist, wo ist der Troll hin verschwunden? Das bringt ja mal gar nichts. Aber die müssen wir ganz schnell ausschalten. Down. Okay. Wir laden nach.
Okay, ich hoffe, der Troll lässt sich hier blicken. Hä? Ah, okay. Für uns ist das... Mist. Glaube ich, wir müssen zur Tat schreiten. Oh, Scheiße. Wir auch noch magische Panzerung. Frag mich, ob das angrenzendes Feld bedeutet, weil dann nehmen wir einfach das Dauerfeuer. Okay, das scheint zu funktionieren. Gut. Das ist gut. Der Granate. Auf jeden Fall sehr unauffällig. Das könnte der Zugangskarte sein. Mit dem Magier mal einfach hier. Und supporten weiterhin unsere Frontkämpfer. Puh. Na, nein. Ich dachte... Ah, okay. Das war natürlich jetzt nicht so clever. Blockiert. Ich glaube, das bringt nichts. Schaden.
Ein Aktionspunkt. Wenigstens etwas. Ich würde mal sagen, einfach draufhalten, nee. Einmal nachladen. So, du. Ab ins Schussfeld. Okay, sehr gut. So, was ist das? Schlüsselkarte, inneres Heiligtum, alles klar. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rein. Das heißt, wir machen es dann einfach direkt auf ins Heiligtum. Diese Tür wird dich in das innere Heiligtum der universellen Bruderschaft führen. Wenn du dein Team noch nicht geholt hast, wirst du dazu nach diesem Punkt nicht mehr in der Lage sein. Das Team haben wir ja relativ zeitnah schon geholt. Also, auf ins Heiligtum. Unter der Bruderschaft. Hinter der Tür ist ein kurzer Gang, der zu einem Frachtlift führt. Du drückst die Taste nach unten und der Lift beginnt seinen Abstieg. Weiter nach unten, als sich ein Keller befinden würde. Weiter nach unten, als sich eine Tiefgarage befinden würde. Nach einer langen Fahrt öffnen sich die Türen und du befindest dich in einer völlig anderen Umgebung als nur wenige Minuten zuvor. Die luftige, entspannende Atmosphäre der öffentlichen Fassade der Bruderschaft ist völlig verschwunden. Der Gang, der vom Lift abgeht, ist sehr zweckmäßig und steril. Statt Wohlfühlmusik erfüllt absolute Stille den Gang. Irgendwo dort vorne, weit unter dem Gebäude der universellen Bruderschaft, befindet sich Sams Zwillingsschwester. Irgendwo dort vorne, hinter einer Fassade der Einheit und der Zugehörigkeit, versteckt sich Sams Mörderin. Ein und dieselbe Frau, Jessica Watts.